Wenn das so weitergeht, hat es gleich gar keine Familie mehr. Was geht, Freunde der Außenwelten? Recht herzlich willkommen, wir switchen rüber und let's rock! Okay. Ich bin Pepper. Das war mal ein cooles Intro. Anfangs-Intro, also an Anfang. Wutz. Ich bin Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Boah, großer kleiner Bruder, Alter. Wutz. Spielen und spielen. Es ist ein schöner sonniger Morgen. Was für ein wunderbarer Tag zum Faulen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Papa, muss Kind heute gar nicht arbeiten gehen? Nein, Peppa. Heute ist doch Samstag. Samstag ist ein schöner Tag. Manche müssen trotzdem arbeiten, auch wer nicht muss. Der hat was Feines vom Samstag. Hat Papa Wutz frei. Papa Wutz, du kommst zu spät zur Arbeit. Aber es ist doch Samstag, Mama Wutz. Oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Oh, fuck. Man kennt's. Oh. Früher immer nach den Ferien, bevor die Ferien zu Ende waren. Der Rhythmus, die Tage total durcheinander gebracht. Also, ja, das war geil. Donnerstags. Ja, so drehe ich auch immer durch, wenn ich zu spät bin. Arbeitet Papa Wutz. Bis später. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, das hat sich dann wohl mit der Arbeit erledigt. Die sollten eine neue Stelle ausschreiben für diese Person. Armer Papa, du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen. Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite. Das machen Mamas gerne. Weiter an meinem Computer. Schorsch will das lustige Hühnchen spielen. Schorsch, wir können gerne das lustige Hühnchen spielen, aber erst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Luzi Locke und ihre Mutter holen. Wieso muss denn der Vater zur Arbeit, aber die Kinder gehen nicht in die Schule oder in den Kindergarten? Das ist doch einmal am Ball, ey. Zur Spielgruppe ab. Hallo, ja? Peppa. Hallo, Luzi. Viel Spaß in der Spielgruppe. Bis bald, Mama. Arbeite schön. Ach, was? Wenn das so weitergeht, hat sie gleich gar keine Familie mehr. Oh Mann. Wo führt denn dieser Hügel hin? Arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Sport? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist keine Arbeit. Das ist Spielen. Peppa und Luzi sind bei der Spielgruppe angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Hallo, Kinder. Heute spielen wir Einkaufsladen. Oh! Wer möchte gern Verkäufer sein? Ich glaube, dann wird das nichts, wenn es alles besinnt. Papa und Luzi sind die Verkäufer und alle anderen können die Verkäufer sein. Peppa und das wird ein interessantes Spiel. Luzi tun so, als wären sie Peppa und Luzi. Oh, ich tue manchmal auch so, als ob ich bin, aber es ist halt wirklich schwierig, ich zu sein, wenn man so tut, als ob man ich wäre. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Also, ich kassiere das Geld, Luzi. Und wer macht das nicht gern? Ich meine, es ist Geld. Du räumst die Regale ein. Oh. Ja, gut. Klausi, die sind ja schon eingeräumt. Was willst du da noch reinräumen? F ist der erste Kunde. Okay. Hallo, Frau Verkäuferin. Hallo, Herr Kassel. Ja, so heißt jeder im Laden. Ich hätte gerne eine Packung Kekse. Luzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Das ist ja nicht mal nah dran an Keksen. Der will Kekse und kriegt ein Spieltelefon. Hat der eigentlich Kick gesagt? Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Oh, boah. Junge. Danke sehr. Der nächste, bitte. Hallo, Verkäuferin. Kann ich bitte ein großes Brot bekommen? Nein, aber Sie können ein Puppenhaus haben. Ich möchte nicht in diesen Laden einkaufen gehen. Machen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja. Wieso fragt ihr und packt es schon rein? Das ist doch dumm. Ja, gern. Die kostet dann 1 Cent, bitte. Das? Und das Haus muss nicht bezahlt werden, oder was?
Dann nehme ich ja alles mit Tüte. Oh, oh, oh. Ich habe gar kein Geld dabei. Sie können ja beim nächsten Mal bezahlen. Ich will unbedingt in diesen Laden einkaufen. Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Die haben gerade mal zwei Produkte verkauft. Was kann ich bitte für 1.000.000 Euro kaufen? Luzi. Da kannst du den ganzen Laden kaufen, Manni. Was haben wir für 1.000.000 Euro? Was ist das für eine Scheiße? Eine Karotte? Ja, gern. Luisa Löll liebt Karotten. 947. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Papa Wutz ist gekommen, um Peppa und Luzi abzuholen. Papa, hast du heute viel gearbeitet? Heute ist doch Samstag. Bei denen ist immer noch Samstag, Alter. Ich war doch vorhin schon zu spät dran, weil Donnerstag ist, jetzt ist wieder Samstag. Heute auch richtig viel gearbeitet. Wir waren nämlich Verkäuferinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr noch nicht getan, abonniert. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.